Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Anfängerkurs zum Thema Microsoft Excel. Eins gleich vorneweg, ich bin ein großer Fan von Learning by Doing. Das heißt, anstatt jetzt diese ganzen einzelnen Reiter hier oben zu erklären und die ganzen Optionen und Unteroptionen, werden wir uns auf die Sachen konzentrieren, die man wirklich braucht, um mit Excel anzufangen zu arbeiten. Dieser Kurs gliedert sich in mehrere Abschnitte. In jedem Abschnitt werden einzelne spezielle Themen behandelt und jeder Abschnitt ist sozusagen ein Video. Das heißt, dass du auch im Nachhinein, solltest du etwas einmal nicht verstanden haben oder wieder vergessen haben, dir dasselbe Video nochmal angucken kannst und ohne Probleme schnell zu dem Punkt kommst, den du gerade suchst oder was du dir gerne halt nochmal anschauen möchtest. Und an dieser Stelle möchte ich dann auch gerne einfach schon loslegen, ohne große weitere Umschweife. Das, was du jetzt hier gerade vor dir siehst, das ist die sogenannte Arbeitsfläche. Das heißt, diese einzelnen Zellen hier, die ich jetzt gerade markiere, sind deine Arbeitsfläche in Excel. Die Arbeitsfläche teilt sich in Spalten und in Zeilen ein. Die Zeilen sind hier links bezeichnet mit den Ziffern 1 bis 20. Man kann hier aber auch beliebig weiter runter scrollen. Das heißt, es gibt jetzt erstmal kein praktisches Ende in Excel von den Zeilen her. Ähnlich verhält es sich auch mit den Spalten. Hier ist jetzt gerade bei einem Ende. Aber wie du siehst, geht das noch weiter und dann kommt A, B, A, 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 B, A, C und so weiter. Also keine Sorge, dass die Arbeitsfläche irgendwann mal zu klein wird. Das wird in diesem Programm nicht passieren. Die Zellen stellen, wie gesagt, deine Arbeitsfläche dar. Und wenn man einen Doppelklick in eine Zelle macht, also doppelten Links klickt, kann man dort etwas hineinschreiben, wie zum Beispiel Äpfel. Klickt man raus, wird der Cursor weggenommen. Und der Schreibmodus wird sozusagen aufgehoben. Man kann eine Zelle aber auch einfach anwählen, zum Beispiel so, einfach einmal Linksklick machen in eine Zelle und dann kann man dort etwas einfach hineinschreiben, also einfach einfach loslegen mit dem Schreiben sozusagen. In diesem Falle 250. Du siehst, die Null verschwindet hier. Warum das so ist, das werde ich dir später noch erklären. Wie in allen anderen Programmen von Microsoft auch, kann man auch in Excel Sachen kopieren, einfügen, ausschneiden. Und so weiter. Das geht einerseits über die Tastenkürzel, andererseits natürlich mit der Maus. Als erstes möchte ich dir gerne die Variante mit der Maus zeigen. Du machst einen Rechtsklick in die entsprechende Zelle, gehst dann auf Ausschneiden, klickst dahin, wo du den Inhalt der Zelle gerne haben möchtest, beziehungsweise die Zelle gerne haben möchtest in dem Fall, und machst einen Rechtsklick und drückst auf Einfügen. Und schon haben wir die Äpfel eine Spalte tiefer. Das Ganze funktioniert allerdings auch so, dass man die Äpfel einfach anwählt, dann auf diesen Rahmen hier klickt, nicht auf das Viereck unten, das ist wichtig, sondern auf den Rahmen und man zieht sie einfach an die gewünschte Stelle. Das ist natürlich um einiges komfortabler. Oder halt die be bekannten Tastenkürzel mit Steuerung X, Steuerung C und Steuerung V, die funktionieren natürlich auch ganz normal. Wie schon erwähnt, bin ich ein großer Fan von Learning by Doing. Deswegen versetze dich jetzt einfach mal in die folgende Situation. Du bist Inhaber eines großen Gemüsestandes und möchtest gerne eine Inventur durchführen, beziehungsweise einfach einmal auflisten, welche Produkte du hast und wie viel diese kosten. Die Ergebnisse deiner Auflistung sollen am Ende in einer übersichtlichen Tabelle dargestellt werden, welche halt entsprechend auch noch erweiterbar ist. Und naja, die Übersichtlichkeit ist jetzt hier natürlich noch nicht ganz so gegeben. Das heißt, wir brauchen erstmal als erstes eine Überschrift. Und zwar machen wir dazu Folgendes. Wir markieren beide Zellen, Entschuldigung, und ziehen die einmal eins nach rechts und eins nach unten und fügen sie dort wieder ein. Als nächstes brauchen wir für die Spalten eine Überschrift. Das heißt, wir gehen auf die Zelle A1 und schreiben dort rein Nummer. Das wird unsere laufende Nummer werden. Als nächstes kommt die Bezeichnung oder der Name, wie man gerne möchte, und der Einkaufspreis. Ich habe zwar die aktuellen Obst- und Gemüsepreise nicht im Kopf, aber 2,50 scheint mir etwas hoch zu sein. Wir nehmen einfach mal 1,50 in dem Falle pro Einheit Apfel. Und das ist jetzt unsere laufende Nummer 1. Jetzt hast du natürlich auf deinem Gemüsestand noch wesentlich mehr Gemüsesorten außer Äpfel. Das heißt, wir brauchen noch mehr Nummern. Dazu klicken wir in das Feld darunter und geben dort eine 2 ein. Und dann drücken wir auf Enter. Wir sehen, wenn man auf Enter drückt, springt er eine Zelle weiter nach unten. Drückt man auf Tab, also die Tabulator-Taste, springt er eine Zelle weiter nach rechts.
drückt man auf Shift und anschließend auf Tab, springt er wieder eine Zelle nach links.